gab es dann offensichtlich einen kleinen Irrtum, denn das hier ist nicht der Entscheidungssatz. Johannes Jäger hat einen komfortablen Vorsprung von 2:1 in Sätzen und 7:1. Und so wie er spielt. Unsere hier nicht fürchten, aus dem Turnier geworfen zu werden. Das ist fast so ein bisschen wie Schaulauf im Eiskunstlauf, was Johannes Jäger hier zeigt. Überlegener vierter Satz. Und 3:1 für Johannes Jäger.